Grüß euch, Mateka hier. Heute im Bayer-Leverkusen-Dress. Wenn es schon einmal was zu feiern gibt, den Europa-League-Halbfinaleinzug, dann muss man Farbe bekennen. Seit ich ein ganz Kind bin ich in Deutschland ein Leverkusen-Anhänger, aber natürlich gemäßigt. Das Leiberl habe ich ja mal geschenkt gekriegt und ist jetzt nichts so, nicht so, dass ich ein echter Fan bin, sage ich einmal. Aber in Deutschland halte ich zu Bayer-Leverkusen, so ist es. Damit bin ich ziemlich sicher die Ausnahme, glaube ich. Da gibt es ja sehr, sehr seltener Lieblingsverein. Bei mir geht es heute auch um Großes, um die, sagen wir mal, theoretisch Top 10, zumindest Top 100 würde ich gern gehen im 5-Stern-Sturmangriff-Turnier. Ich habe mir schon angeschaut von den vorderen, die ersten 3, 4 sind punktemäßig wahrscheinlich voraus. Wenn ich durchkomme ohne Niederlage, sollte da momentan ungefähr Fünfter werden und können natürlich nur andere reinkommen. Wenn ich Glück habe und Gegner mit hohen Punkten kriege und gewinne, dann könnte ich vielleicht sogar Zweiter werden. Weiß nicht, ob sich das ausgeht. Müsste man sich anschauen. Das ist das Ziel. Im Angriff also bisher noch siegreich. Die Def steht 27 zu, na, Entschuldige, sogar 28 zu 6. Na, Entschuldige, 27 zu 6, Blödsinn. 81,8 Punkte, Prozent. Bin ich sehr zufrieden. Und der erste Kampf gegen den Schleusenfrosch, offensichtlich ein deutschsprachiger Spieler. Hallo Schleusenfrosch von den Friedensfightern. Falls du das siehst, liebe Grüße. Das Zentrum von der Defi ist aber natürlich sehr unangenehm. Was hat der? Ich glaube, Mana-Boost. Thanos ist sehr gut in Rush. Habe ich bis jetzt gar nicht oft gekämpft in dem Turnier, aber wenn man einmal gegen Seven Days Departed spielt, hat den fast jeder aufgestellt. Milady de Winter offensichtlich auch sehr unangenehm. Die Flügel da sind eher unüblich. Charon empfinde ich als nicht gut für Rush. Will man nicht verschreien, klar, passiv. Die Fähigkeit kann vielleicht störend sein oder ist sogar sicher störend, Styx Familie, aber ansonsten halt nicht so gefährlich. Ilmarinen wird schon unangenehm sein über ja, Mana-Entzug. Das ist störend, wenn man nicht 6 Steine, sondern auf einmal halt 8 Steine oder so braucht, um seine Helden zu laden. Zentrum wirklich bösartig. Ja, was bewirkt das für mich als Angreifer? Ich will da jetzt wieder mein quasi neues Standard-Team spielen mit Waterpipe und mit kostümierter Mayana. Falls Ludwig zum Auslösen kommt, dann kann ich mit überragendem, was weiß ich, jedes Mal wieder merke ich es mir nicht, verhexen, das vielleicht entfernen. Das gleiche gilt für die wirklich bösartigen Buffs von Milady de Winter. Und Milady de Winter würde, genauso wie auch Aramis und aber andere Helden, meinen Mickey völlig unbrauchbar machen, wenn er nicht vorher zündet. Zusätzlich, auch was es vorher zünden betrifft, ist hier auf Thanos, das ist eine seiner großen Stärken, sowieso immun dagegen, gegen so, Spezialfähigkeiten, also gegen Verzauberungen. Deswegen spiele ich auch da mit Waterpipe, der mir eben die Möglichkeit gibt, vielleicht ein Lock herzustellen, selbst wenn Ludwig am Anfang auslösen sollte. Zusätzlich, wenn Waterpipe vor Milady de Winter oder Ludwig auslöst, dann sind die Fähigkeiten von ihnen sowieso teilweise geschwächt, sage ich einmal. Also von Ludwig sowieso neutralisiert und von Milady de Winter teilneutralisiert. Wächtergorilla immer natürlich, wenn mein Stack früh kommt, dann schaut sowieso gut aus, dann fahre ich drüber normalerweise. Aber falls irgendwas ist, dass ich halt doch mit Taunt kämpfen muss und so und die Gegner nicht sterben, dann würde zumindest Lady de Winter sich selbst vernichten, wenn sie nach ihm auslöst. Auf geht's. Auf jeden Fall diese solche Zentren, da ist immer so, dass es Board passen muss. Ja, ich meine, brauche ich nicht für reden, offensichtlich kann ich Waterpipe einmal anwerfen, aber das allein gewinnt halt eher wenig. Und das andere ist weiter weg. Natürlich werde ich das jetzt tun. Ich meine, es gibt keine, ich habe jetzt keine besondere Alternative, was ich sonst machen könnte. Es wäre halt schön, wenn ich zumindest Ludwig dann anwerfen kann, bevor drüben irgendwas Böses zündet. Und das wird unvermeidlich sein, weil ein zweites Mal, selbst falls ich mich da dafür entscheide, den Diamanten zu holen, was gar nicht
also nicht ganz unrealistisch ist, vielleicht mache ich das sogar, selbst dann werde ich Waterpipe nicht sicher ein zweites Mal feuern können. Und erst wenn ich ein zweites Mal feuern kann, dann kann ich davon ausgehen, dass drüben keine Specials starten. Wie könnte ich... Das wäre relativ nah schon, dass ich drankomme, aber... Bei ihm ist ja eigentlich, wäre es ganz gut, wenn er... schon ganz gut, wenn er vorher auslädt, dann würde ich wenigstens einmal mit dem Schaden schlucken. Mit Ludwig. Danach wird er zwar entzaubert, Ludwig, aber was soll's, gescheiter einmal den Schaden neutralisieren als gar nicht. Deswegen werde ich, glaube ich, schon da senkrecht reinspielen. Ich habe als erstes überlegt, ob ich so spiele, aber ich glaube, ich beginne so. Okay, das war natürlich eine schöne Hilfe, weil ich jetzt nicht so unrealistisch eine Chance habe, wirklich einen Lock zu erzeugen. Und Ludwig zumindest sollte eigentlich kein Problem sein. Einige andere Probleme gibt es natürlich. In dem Fall gehe ich gleich aufs Ganze und schaue, dass ich den lila Diamanten mal hole. Den blauen Diamanten. Das ist jetzt nicht so schlecht. Die können alle keine Verzauberungen kriegen. Ludwig macht mal gar nichts. Und ich kann derweil gleich ein zweites Mal Waterpipe laden. Natürlich wird es jetzt trotzdem knapp, weil ich muss mehrere Helden, insbesondere dort die drei linken Helden, muss ich mit Waterpipe treffen. Hat der irgendeine Immunität? Nein. Rot. Er löst sowieso aus. Wenn ich jetzt im Zweifelsfall ist es besser, ich mache das jetzt gleich, schau, dass sie gleich auslöst, falls es dazu kommt, dass sie auslöst. Und holen wir da mal die ersten roten Steine. Natürlich grundsätzlich in der Hoffnung, dass sowieso keiner auslöst drin. Passt. Ja, Waterpipe ist einfach so fein. Waterpipe ist fein, jetzt dürfen schon ein paar Leute auslösen. Weil er hat seinen Buff. Und. Ich hole mal die nächste rote Combo. Und das kann ja gar nicht viel auslösen drüben. Passt. Das war's. Waterpipe ist die Königin. Links ist gefährlicher, haben wir gesagt. Aber auch nicht wirklich. Das haben wir gesagt, bevor er auslösen wird. Jetzt dann ist links nicht mehr so gefährlich. Das heißt, ich gehe auf rechts. Wieder stehen, okay. Und so. Und so. Und wahrscheinlich sind sie schon tot. Ja, dann nicht. Boah, das ist jetzt aber eigentlich... Das heißt... Der löst jetzt sehr wohl, nicht, das ist ein Problem, weil jetzt, der kann ruhig auslösen. Aber an das habe ich nicht gedacht, dass der jetzt ja sehr wohl dazu kommt zum Auslösen, wenn er tot ist zu dem Zeitpunkt. Ja, ich sage völlig egal. Aber das ist gut in Erinnerung zu behalten, falls das irgendein anderer Held ist, der sehr wohl was Bösartiges in dem Moment machen kann. Der jetzt wird einfach von Waterpipe Minions totgeschlagen. So brutal bin ich jetzt. Also nochmal liebe Grüße, lieber Schleusenfrosch. Nächster Kampf. Ja, durchaus bösartig. Und so auf eine Art, wie ich glaube ich wieder Waterpipe drin lasse. Wieder das gleiche Prinzip gegenüber Mickey. Wenn ich zuvor komme, dann kann auch Waterpipe was helfen. Und wenn ich nicht zuvor kommen kann, ja genau, und zuvor kommen werde ich aber nicht oft, weil auf der Seite da Strauchbär steht.
Das heißt, es wird sehr oft kommen, dass Aramis auslöst. Vorm Schaden und zu viel Überheilung bin ich geschützt durch Ludwig. Aber danach möchte ich irgendeinen Gegenangriff starten können und da ist dann Waterpipe deutlich besser als halt irgendwas anderes. Also als Mickey, weil das funktioniert eben nicht. Und auch da werde ich Rot drinnen lassen, also werde ich Mariana drinnen lassen anstelle von Ilmarinen mit gleicher Begründung. Mit Glück kann ich da drüben schon einen roten Stein auf Strauchbär schicken und ihn entzaubern. Und wenn es das nicht spielt, und über Waterpipe habe ich trotzdem auch eine gute Möglichkeit, Kali zu bekämpfen am Schluss. Ja, aber trotzdem natürlich eine klassische, ungute Aufstellung. Ja, besonders schlecht darf es Board nicht sein, sagen wir mal so. Es muss nicht überragend sein, aber besonders schlecht ist keine Option. In dem Fall schaut es einmal nicht besonders schlecht aus. Lila werde ich mir holen wollen. Wobei die Möglichkeit, Lila zu holen, da vorne über Alfrike gefährlicher ist, weil wenn Alfrike vorher zum Auslösen kommt, und das ist durchaus möglich, dann kann ich Ludwig erst nicht einsetzen. Ich glaube nur trotzdem, die erste Combo, da werde ich mir auf jeden Fall spielen, auch wenn ich da unten einen zweiten blauen Stein kriegen könnte, der mir Spaß machen würde. Und da herüben, ja, so über verschiedene Züge. Ja, wobei, eigentlich ist das besser. Gelb vor in Blau, da herüben Lila, egal ob quer oder so, das ist fast besser. Abgesehen für den Schaden brauche ich eh niemanden anvisieren. Dann ist zwar weniger wahrscheinlich, dass ich schnell meinen zweiten blauen Stein kriege, aber auch nicht ganz ausgeschlossen, und machen wir es so. Alfrike wird nicht zünden. Und jetzt kann ich aber Rot an den Start legen. Ist die Frage, was gescheiter ist. Im Endeffekt, der Alpha-Don't verhindert das eigentlich. Also das verhindert, dass der beste Zug jetzt ist, Rot an den Start zu bringen. Ist nicht ganz leicht, wie das am besten, was das Sinnvollste ist. Der Taunt muss dann natürlich weg. Außen, ich meine, ich könnte den ignorieren, aber das Problem ist, wenn ich da herüben so spiele, wie ich sonst spielen würde, dann verbaue ich mir da die zweite rote Combo. Wenn ich den Zug mache, ist die zweite rote Combo weg. Und auf Rot gehen bringt aber, wie gesagt, na, bringt es ausreichend. Drei Züge. So, das herüber. Na, das reicht nicht, weil das Problem ist, wenn er überheilt, dann reicht der Schaden nicht, dass ich durchkomme. Also ich muss auf jeden Fall Lila in der Zeit laden. Und wenn ich ihn auslösen lasse einmal. Das ist ganz komplett. Ich habe viele Möglichkeiten. Entschuldigung, ich brauche jetzt länger. Hoffentlich verbrauche ich nicht zu viel Zeit für mich selbst. Aber da gibt es so viele Sachen, die ich falsch machen könnte. Das wäre zum Beispiel falsch, wenn ich da Gelb reinspiele. Das hätte ich zwar ursprünglich ganz gern gespielt da herüben. Aber wenn da Gelb reinkommt, kommen auch zu viele Steine. Schwer zu sagen. Wie viele Runden hält der lange? Vier Züge taunt. Ich meine, gut, ich habe dann ihn am Start. Ich glaube, ich spiele den Alpha taunt rein. Machen wir das so. Dann habe ich schnell die... Ah, nicht zu viel. Zu viel auch nicht. Das war zwar auch zu viel, aber zumindest habe ich sie damit geladen. Die natürlich, wie wir wissen, immer wieder hilft.
So, und weiterhin nicht so leicht, bin ich gierig und hol mir. Das haben wir auf jeden Fall. Also hol mir da lila und rot. Ist natürlich die Gefahr, dass irgendwo ein Combo kommt. Lila brauche ich auf jeden Fall. Da draußen könnte ich es auch holen. Die Stein hat da hinten ist nicht so schlimm. Ich glaube, es ist fast besser, ich hole es mal außen. Solange noch niemand tot ist, kann ich mit Kalio leben. Holen wir es uns so. Ah, beziehungsweise, ja, die Stein hat. Also sie widerstehen ja negativen Statusveränderungen, stimmt, deswegen bringt. Waterpipe jetzt momentan nichts, aber werfen wir mal einen Schutz an, das bringt sicher was. Das Schöne ist, Kalio kriege ich dann auf jeden Fall über Schaden weg. Das sollte funktionieren, das Ganze. Noch habe ich auch noch Waterpipe. Meine alle fünf sind noch da. Sehr gut. In dem Fall werde ich den sicheren Weg nehmen und ihn wegkriegen. Glaube ich, mache ich das ja. Weg mit dem Taunt. Und was haben wir da? Noch. Mehr Heilung, mehr Verteidigung. Das könnte ich ja mit Glück, deswegen löse ich es vorher auf. Negative Verzauberungen gehen sowieso nicht drauf über Khufu. Das heißt, ich kann eh schauen, ob ich mit Glück. Blöd ist natürlich nur, jetzt weiß ich von vorigen Videos, dass ich mir über sein Special meine Waterpipe Minions wegnehme und wahrscheinlich jetzt Schaden schlug. Aber damit werde ich leben müssen. Ich glaube nicht, dass da irgendwas anderes sinnvoller ist. Schauen wir, dass ich Schaden mache. Ich kann dann ja noch ein paar Mal zuschlagen. Geht schon. Also sprich, Waterpipe Minions sind weg. Das ist einfach so. Da kommt man nicht drum herum. Aber jetzt ist drüben viel Schaden und eine Runde sollte überleben, das Ganze. Rot muss man holen. Ich lasse jetzt nämlich sie auch leider auf und Alfrike könnte, wenn es blöd läuft, ihn wegschießen und das dann Khufu voll durchschlägt. Aber ich glaube, selbst wenn das passiert, dann sollte das überleben. Ah, nicht einmal annähernd. Nicht einmal annähernd. Ich lebe noch, aber Mana ist ein bisschen. Da bin ich schwach besetzt. Jetzt was haben wir da? 51. Ich muss irgendwo ein Combo spielen, wo noch Möglichkeit er nicht auslöst. Aber die finde ich nicht. Die beiden sind. Also er ist nämlich wegen dem Mana-Debuff, den habe ich erst später gesehen. Ist er noch nicht geladen, er sehr wohl. Macht Schaden, ja, aber ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel von den Gegnern zulass bis dahin. Es gibt jetzt aber außen kein. Wenn ich das spiele, das könnte ich spielen. Da wird hoffentlich nichts passieren. Ah, nicht zu viel, nicht zu viel. Passt. Und das soll es jetzt gewesen sein. Sie. Viele Steine, aber auch viel wieder, glaube ich, was man falsch machen hätte können. Also ich brauche nicht stolz darauf sein, dass es sie ausgegangen ist, aber sie da daneben gehen können. So, und wieder so ein ähnliches Prinzip. Aramis immer ungut. Ludwig mit Alpha Taunt natürlich ungut. Das heißt, ich werde wieder mit den beiden da arbeiten müssen fast. Hosan wirft zurück. Was macht er noch? Reflektieren. Ja, das Mana natürlich. Also ich will meine Entzauberungsmöglichkeiten behalten. Kann ich nicht anders aufstellen. Zumindest nicht sinnvoll. Narzisa unüblich für Rush, aber ja. Alle Gegner erhalten 34 Angriff, das kennen wir. Lubu natürlich auch, also ist unangenehmer als meistens Mono ist. In dem Fall kann man auch nicht mit Gelb entgegenwirken, gute Truppen hat er auch. Wie gesagt, das Team wird bleiben, meins.
muss nur schnell genug kommen, dass nicht die Überheilung und so vom Gegner, dass das ein Problem wird. So. Schnell genug kommen in dem Fall bedeutet, dass ich auf jeden Fall da die Möglichkeit, meinen Ludwig zu laden, annehmen werde und dann hofft, dass ich halt schnell genug die beiden zünden kann, um. Genau, Lubu hat den Overs gehabt, der hat glaube ich auch Verzauberungen verändert, oder? Genau. Das Ziel ist immun gegen neue Boni, solange es Söldnerfeinde hat, ja. Gut, nachdem ich da jetzt meinen eigenen Ludwig auslösen werde, bevor das passiert, kann ich damit leben. Der löst sowieso aus, also hole ich mir jetzt Rot und Blau. Das geht dann wie Lila auch durch, aber soll nur ein Combo in der Mitte entstehen. Das wäre nicht das Allerschlimmste. Mit Glück entzauber ich da. Jawohl, entzaubert ist. Zu viel Combo mag ich auch nicht. Die Combo ist aber schön, weil ich Blau am Start habe. Juhu. Aber da schon wieder. Wer macht das immer? Mana-Regenerations-Debuff, auf welcher Held haut da immer auf einen meiner wichtigsten zu? In dem Fall war es wahrscheinlich Narzisa, so wie man das, wenn ich mir das anschaue. Aber umgekehrt. Na, wo kommt das her? Narzisa hat ja noch nicht zugeschlagen wahrscheinlich, wenn sie da jetzt auf 1 steht. Keine Ahnung. Leider eben wieder zu spät, das wäre toll, wenn ich vorher das Ganze auslösen nicht können. Das ist auch wieder blöd. Es sind jetzt viele Helden, die drüben nicht auslösen sollen. Und gleichzeitig aber will ich mir meine eigenen Minions nicht wegschlagen. Bin da nicht vielleicht selbst warten hätte sollen. Ich hätte jetzt als Option, dass ich einfach einmal losfeuer und schaue, dass er stirbt. Das würde ich schaffen. Aber ist das wirklich der beste Zug? Wenn ich das mache, habe ich keine Minions mehr und was auch immer ich dann. Da ist ein Rüben dann gefahren, da ist überall gefährlich dann. Und wenn ich sage, ich riskiere, dass er noch einmal auslöst, es bringt nichts. Wir werden beschützt von ihm. Keiner, das ist schon mal ein Vorteil zumindest, aber alle überleben das nicht so. Wurscht, ich riskiere. Muss ich jetzt B sagen auch, das ist die Frage. Ich könnte auch noch einmal auf Zeit spielen da herüben, aber na. Ich glaube, ich sollte genug Feuerpower durchkriegen, dass ich das jetzt mache, dass ich alles wegschieße. Da kann ich ihn, wenn es passt, wieder entzaubern über sie. Ja, natürlich nicht ganz leicht jetzt. Alle nehmen Schaden. Für ihn wird das nicht reichen. Zu viel spielen darf ich mir auch nicht. Lubu stört mich. Alles Mögliche stört mich.
Machen wir es trotzdem so. Und ich hole mir Waterpipe. So. Jetzt weg mit seiner Verzauberung. Her mit meinen Minions. Und damit holen wir uns gleich wieder zwei Specials. Die linke Seite ist harmlos, ich muss schauen, dass rechts wegkommt, bevor es zu spät ist. Weg mit Verzauberungen. Weg mit ihm. Und meine, ja, also das war es jetzt natürlich, weil Waterpipe noch aktiv ist und jetzt noch aktiver wird. Ja, doch nicht. Hat Mana Debuff drauf gehabt, jetzt doch. Passt. Habe wieder ein bisschen zittert. Nein, ich glaube, die Kiste kann ich schon holen. Dann das nächste Mal. So, Alpha-Ton, ja, es ändert nichts. Die Kombination, das passt super mit Waterpipe. Das behalte ich so. Das ist jetzt Quintus, das ist ja lustig. Nicht im Doppel, das würde ja derjenige, hat dort einen doppelten Kostümbonus, hat ihn aber nicht aufgestellt mit dem Doppelkostüm. Ja, das muss ein Fehler von ihm gewesen sein. Aber mit Alpha Don't wieder nichts anderes machen. Auf. Los geht's. Ha! Jetzt habe ich wieder meine Roten sofort. Brauche aber natürlich, da herüben müsste die Entzauberung funktionieren, dass es so wirklich fatal für einen Gegner ist. Die Frage, ob ich mir irgendwas verbaue, wenn ich das auf das hinspiele, aber ich glaube, gibt es irgendeine Möglichkeit, wenn es offensichtlich mache, so und so, verbaue ich mir da einmal blau. Und ich würde eigentlich gern vorher wissen, ob das Entzaubern funktioniert, aber ich sehe jetzt keine Möglichkeit, dass ich das hinkriege. Also spiele ich das Offensichtliche. Wenn der entzaubert wird, nicht entzaubert. Wollte schon sagen, dann ist es gelaufen. So ist es nicht gelaufen. So ist es gelaufen. Boah, das war eine Combo. Die war ja fein. Also, weg mit dem Alpha Don't. Den mag ich nicht. Interessant, warum hat der widerstanden? Woran liegt es? Also wegen Alpha Don't. Ich denke wieder mal an Blödsinn herum. So, links ist gefährlicher, haben wir gesagt. Das mache ich sowieso. Kale, ich habe Allergie gegen Kale. Die muss weg. Der muss weg, nicht die. Völlige Allergie gegen Kale. Fein, 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 fein. Einmal noch, ich bin jetzt zu dem Zeitpunkt schon fix bei meiner Truhe. Nein, das wollte ich nicht sagen. Bin ich zwar auch. Ja, Standard. Aber ich bin jetzt fix Top 100. Sagen wir mal fürs Erste zufrieden. Und jetzt schaue ich, wie weit ich vorkommen könnte. Ja, wieder. Eine reine Musketier-Def. Muss man dann anschauen, was das bedeutet. 7,79, ich habe zu kleine Gegner gehabt. Alles nur solche mit 70, das ist. Da muss ich froh sein, falls ich die erste Seite erwische, glaube ich. Naja,
irgendwo da, was haben wir, 79, sind 65, komme ich genau da rein am fünften Platz, falls ich gewinne. Gut, was bedeutet das? Musketiere machen fix die Deckung, ich krieg fix überall Schaden. Also 60% Chance, fix ist es natürlich trotzdem nicht, aber... Ist ja interessant, dass der Alpha Ludwig in der Ecke steht. Ist das gar sogar Autoaufstellung? Na, oder? 1001? Ja, okay, es könnte sogar Autoaufstellung sein, dass jemand ganz, ganz viel gepult hat bei den Musketieren und sonst nicht. Wie sehr stört mich das jetzt? Wir wissen, dass gegen diese Fähigkeit ist leider Waterpipe um einiges schwächer als sonst. Umgekehrt, falls Aramis zum Auslösen kommt, ist aber Mickey völlig bedeutungslos. Ich glaube, es passt weiter mit Waterpipe. Zumindest ein bisschen Heilung habe ich damit. Die Idee muss natürlich sein, dass ich Ludwig anwerfen kann und über den Damage-Stack alles weg habe. Beziehungsweise mit, wenn es halt passt, vorher schon. Dann haben wir da Verteidigung verstärkt. Und er sowieso, der Shadow da kein. Man geht defensiv ohne Gegenangriffe. Es schaut völlig unorthodox aus, aber könnte gefährlich werden. Selbst D'Artagnan über den geteilten Schaden dort ist ja auch komplett gefährlich. Wirkt sich auf benachbarte Gegner aus. Jetzt muss ich überlegen, ob ich da irgendeine Fähigkeit hätte, irgendeinen sinnvollen, also irgendwas Sinnvolles, mit dem ich heilen und... Aber ich glaube... So eine komische Def drüben. So, überlege, könntest du dort rot mit einem Wächter-Nilpferd-Deck reingehen? Hilft mir das was, aber ich glaube auch nicht wirklich. Da stehe ich und habe keine Idee, was ich mache. Luhi. Welcher Held ist gut genug? Weil ich will nicht jetzt meine Grundidee zerreißen, so dass, dass ich aktiv probiere, die Gegner zu schwächen und nur Ludwig als Verteidigung habe eigentlich. Ja, was reinigt. Gibt nicht viel. Nicht viel, was reinigt und gleichzeitig aber auch einen aktiven Beitrag macht. Weil sowas wie eben Toxicandra da, das ist uninteressant. Soll so sein. Top 100 bin ich. Ob ich jetzt 5. oder 40. bin, ja, natürlich wäre ich lieber 5., aber dann schon fürs Sagen, für damit ich auf der ersten Seite auftaucht. Aber das Team hat so gut performt, das wird weiter gut performen. Oder nicht? In Wahrheit ist ja D'Artagnan fast die ärgste Bedrohung, aber da wäre mein naheliegendster Zug, dass ich da reinspiele, um... Naja, so naheliegend ist auch wieder nicht. Schaut so aus, als ob ich da jetzt im Moment gar nichts holen kann. Und ein Lila wäre eine Chance drauf zu kommen, aber ich brauche ja eine zweite. Die machen alle blöden Schaden, Überheilung und... Das ist ja was. Trotzdem, Risiko rein in D'Artagnan. Okay, zumindest eins ist einmal da. Jetzt vorne quer, das ist da unten vielleicht noch. Er ist ja gefährlich. Das Problem ist, wenn ich vorne spiele, kann ich dann auch unten nicht mehr spielen. Was ist mir lieber? Da habe ich schon die Möglichkeit auf Lila auch. In dem Fall muss ich fast das vorher spielen.
In Blau und Lila. Name zerstört alle Lakaien 470. Das Blöde ist, der Alpha-Don kommt ins Laufen. Aber ich schauen wir mal, dass man so. Der ist jetzt. Sehe fast ein bisschen schwarz für den Angriff. Kann man jetzt einmal Waterpipe holen und ein bisschen verzögern vielleicht. Ja, wenn ich jetzt richtig verzögern kann. Problem ist ja, wenn ich jetzt rot reinspiele und ausreichend Schaden mache, dass meine Minions weg sind, sprich wenn der Rückschlag auf alles triggert, 60% Chance, dann werden die Minions weg sein. Aber umgekehrt brauche ich natürlich meinen roten Stack. Und damit würde ich schon irgendwas wahrscheinlich wegkriegen. Passt. Sieh. Irgendwie löst trotzdem aus. Ah. Jetzt kriege ich nichts weg. Jetzt kriege ich nichts weg drüben. Und zusätzlich habe ich mich selbst tot. Also ich krieg schon was weg, ihn zum Beispiel kriege ich weg, aber das ist zu wenig. Das ist zu wenig und ich verreck. Ja, tot. Tot durch eine reine Musketier-Def. Aber die ist gut. Sie ist gut. Kann ich nichts machen. Einen kriege ich weg, oder? Das war's dann. Das war's. Keine Ahnung, ob ich irgendwas machen hätte können. Aber gefühlsmäßig war es das einfach. Und dir wieso ist er in dem Zug? Irgendwie wäre schön, den noch wegkriegen zu können, aber weiß ja nicht wie. Schade. Schade. Ausgeträumt. Jetzt geht nichts mehr weg. Zu schön wäre es gewesen, auf der ersten Seite zu stehen. Am letzten Schritt gescheitert, gestolpert ins Ziel. Die sind alle jetzt vor mir. Auch Allianzkollege, gratuliere, ist vor mir. Ja, hilft nicht. 22. Wenigstens kennen der immer, wovon dabei ist, geschlagen. Ganz entscheidend um, naja, 100 Punkte. Schaut. Ja, ich weiß nicht, ich werde mir das natürlich noch anschauen, ob ich da irgendwas groß anders spielen kann. Natürlich war das Board richtig schlecht, aber wenn lauter Musketiere stehen, wir sehen, oder haben wir jetzt gesehen, allein durch den Rückschlag, also ich hätte irgendeine Heilung braucht, aber umgekehrt eben, wie gesagt, wenn ich Heilung habe, dann fehlt mir irgendwas anderes. Ja, irgendwie hätte man das sicher besser aufstellen können, aber so richtig eine tolle, befriedigende Lösung fällt mir jetzt nicht ein. Für Rush ist halt so ein Schaden, den man nicht umgehen kann, der einfach passiert. Ist was wirklich Gutes. Weil eben Heilung im Angriff meistens nicht so gut ist. Na gut. Hilft nicht, schade, hat nicht sollen sein. Viel Spaß, schönes Wochenende wünsche ich euch. Tschüss.